wäre, wenn es Deutschland nie gegeben hätte. Okay, Leute, wir schauen uns heute wieder ein Video an, und zwar vom Wissenswert. Und zwar heißt das Video, was wäre, wenn es Deutschland nie gegeben hätte. Seid ihr bereit? Ich hoffe ja. Wenn ja, lasst Like, Abo da und wir gehen direkt rein. Wir schauen uns das Video an. Abfahrt. Was wäre, wenn es Deutschland nie gegeben hätte? Und nebenbei esse ich. Diese Frage klingt vielleicht absurd, aber die Antwort darauf ist umso spannender. Denn Deutschland hat in der Menschheitsgeschichte eine enorm wichtige Rolle gespielt und in vielen Hinsichten wäre unsere Welt heute eine völlig andere, wenn es Deutschland nie gegeben hätte. Denn wusstet ihr zum Beispiel, dass wir nur dank einer deutschen Erfindung heutzutage Musik so hören, wie wir es tun? Echt jetzt? Oder dass es ohne uns nie den Staat Israel gegeben hätte. Was? Hä? Ganz zu schweigen von der EU. Das und viele da bin ich jetzt in gespannt. Diesem Video. Ach so, und ich dachte schon, Deutschland war komplett unnötig, aber Deutschland hat anscheinend doch ein paar gute Sachen gemacht. Erklären wir euch auch noch, warum es an einigen Stellen in der Geschichte fast wirklich dazu gekommen wäre, dass es Deutschland nicht mehr gab. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Beginnen wir mit einem Thema, das direkt zeigt, wie anders unsere Welt heute ohne Deutschland wäre. Nämlich die zahlreichen Erfindungen, die aus Deutschland kommen. Okay, nennt mir Erfindungen, die ihr kennt, die aus Deutschland kommt. Ich bin gespannt, was hat Deutschland erfunden? Audi, BMW, Mercedes, ich könnte auch das sagen. Bier vielleicht, I don't know. Döner im Brot, ich glaube, da ist sogar was dran. Ich glaube, da ist actually was dran. Man könnte fast schon sagen, dass gefühlt die Hälfte aller modernen Erfindungen ihren Ursprung in Deutschland haben. Wir haben nicht nur den Airbag, Aspirin, das Fahrrad, Kontaktlinsen, Gummibärchen, Atomspaltung, Digitalkameras, Fernseher, die Jeanshose, die Relativitätstheorie, Zahnpasta oder Röntgenstrahlung erfunden, sondern auch Gegenstände. Was? Bitte was? Die Welt regelmäßig um 180 Grad umgekrempelt haben, kamen fast immer aus Deutschland. Hä? So ist unter anderem das Telefon eine deutsche Erfindung. Zwar glauben bis heute alle, dass der Brite Alexander Graham Bell das erste Fernsprechgerät herausbrachte, in der Tat hatte er diese Idee jedoch von dem deutschen Erfinder Philipp Reis übernommen. Reis arbeitete... Der hat also geklaut. Bereits 1860, also 15 Jahre vor Bell, an einem Gerät, das Schallwellen über eine längere Distanz übertragen kann. Dieses Gerät nannte er Telefon und es verbreitete sich vor allem an europäischen Universitäten. Erst 1875 machte Alexander Graham Bell von dieser deutschen Grundlagenforschung Gebrauch und baute das erste kommerzielle Telefon. Aber das Telefon ist längst nicht die einzige bahnbrechende Erfindung aus... Ich habe eine Frage. Habt ihr damals schon mal an so einem Plastikbecher mit Schnur zu einem anderen Plastikbecher das getestet, dass es funktioniert? Ich schwöre, die sind nur dadurch auf Telefone gekommen. Nur dadurch, anders nicht. Deutschland. Denn tatsächlich stammte auch der allererste Computer aus Deutschland und wurde 1941 in Berlin vorgestellt. Damals forschte der deutsche Ingenieur Konrad Zuse an einem Gerät, das für ihn Rechenaufgaben übernehmen sollte. Er baute eine Maschine, die aus Eingaben von Zahlen selbstständig Rechenergebnisse erzeugte, die allesamt akkurat waren. Der Name lautete Z3 und sollte als erster Digitalrechner der Welt in die Geschichte eingehen. Überlegt mal, dieser riesen Rechner da. Der ist nicht mal halb so gut wie euer Handy. Ist das krass. Ist also keine Übertreibung zu behaupten, dass alle Mac und Notebooks dieser Welt ursprünglich auf dem deutschen Z3 aufbauen. Die bekannteste deutsche Erfindung ist aber zweifelsfrei das Fahrrad. Auto. Scheiße, meinte ich doch. Während weltweit noch auf Pferden geritten wurde, stellte der deutsche Erfinder Carl Benz 1886 ein... Carl Benz? Ist das der Erfinder von Mercedes-Benz? Müsste ja eigentlich, oder? Safe. Gerät vor, das durch einen Verbrennermotor angetrieben wurde und schwere Lasten transportierte. Glaube ich auch. Den Benz-Patent-Motorwagen Nummer 1. Also das erste Auto der Geschichte. Dieses Gerät eroberte die Welt nicht nur im Sturm und sorgte dafür, dass die Menschen immer mehr vom Pferd aufs Auto umstiegen. Über die nächsten 130 Jahre wurde Deutschland auch zu dem Land, das mit Marken wie VW, BMW, Porsche, Audi, Mercedes und Opel... Die Logos von damals sahen schon scheiße aus, oder? VW erinnert an das... Ich will es jetzt nicht aussprechen, ne? Aber ihr wisst, an was VW uns erinnert, oder? Von den Zeichen her. BMW, ähnlich zu heute. Das war Porsche, ne? Ja, Porsche ist auch sehr anders geworden. Audi, was ist das? Eine 1?
Wofür soll ein Au was? Arsch, Mercedes. Ja, ist okay. Und Opel. Opel, krass. Ich wusste nicht, dass Opel so alt ist. Jetzige Logo ist besser. Logisch waren die, jetzt sind sie jetzt besser. Den Autobau vorantrieb wie kein zweites. Wie ihr seht, wäre das 20. Jahrhundert ohne deutsche Erfindungen wie das Auto, das Telefon oder den rudimentären Computer wahrscheinlich ganz anders verlaufen. Über 400 Jahre vor diesen Erfindungen sorgte ein anderer Deutscher aber auch noch für eine weitere Erfindung, die für die Menschheitsgeschichte sogar noch bedeutender war. Damit sich Wissen und Kultur nämlich überhaupt verbreiten kann, braucht man ein Medium, ja, TikTok erfunden. Spaß. Das es vielfältig transportiert. Um 1440 entwickelte der deutsche Geistliche Johannes Gutenberg deshalb ein Verfahren, mit dem es erstmals möglich war, durch die Anordnung von verschiedenen Lettern Schrift auf Papier zu drucken. Und das in unendlicher Anzahl. Während vorher jedes einzelne Buch per Hand abgeschrieben werden musste, um es zu kopieren, konnte nun dieselbe Schrift tausendfach gedruckt werden. Der Buchdruck war geboren. Die Folgen sind dabei bis heute in ihrer Bedeutung kaum zu messen. Historiker sagen, dass sich nur durch den Buchdruck Aufklärung, Kultur und Demokratie weltweit verteilen konnten. Die Menschen waren nicht mehr abhängig davon, das zu glauben, was ihre Herrscher ihnen erzählten, und konnten sich selbst bilden. Gerade in Europa emanzipierten sie sich immer mehr von der Religion und konnten sich so gegen unterdrückerische Regime wie in Frankreich wehren, was letzten Endes zu Revolutionen und Aufständen führte. Historiker sagen, dass wir ohne die deutsche Erfindung des Buchdrucks vermutlich immer noch im Mittelalter leben würden und keinerlei Freiheit oder Rechte hätten. Das muss man sich mal vorstellen. Ohne Bücher kann man sich gar nicht vorstellen, sozusagen, ne? Wir haben ja das Internet. Aber hätte es das Ganze nicht gegeben mit dem Buchdruck, anscheinend hätte es so sein können, dass wir heute immer noch gefühlt, naja, so unter Kaisern und so leben würden, ne? Monarchie und so. Imagine. Dann hätten wir auch kein TikTok und kein YouTube und kein Twitch und ja, wäre halt kacke. Neben diesen rein technologischen Entwicklungen hat Deutschland jedoch auch kulturell mehr zum Lauf der Geschichte beigetragen, als viele Menschen denken. Durch den angesprochenen Buchdruck konnten deutsche Intellektuelle wie Kant, Nietzsche, Luther oder Karl Marx den Lauf der Welt mit ihren Ideen entscheidend verändern. Mm. Gleichzeitig gelten Dichter und Denker wie Goethe, Schiller und Franz Kafka bis heute zu den größten Schriftstellern, die jemals gelebt haben. Vor allem eine Disziplin wäre ohne uns Deutsche jedoch nie zu dem geworden, was sie heute ist. Und zwar die Musik. Es ist bekannt, dass Komponisten wie Beethoven, Wagner oder Bach die Welt mit ihren nie dagewesenen Symphonien bis heute bereichern. Blickt man jedoch auf die moderne Pop- und Rockmusik, die ja vor allem amerikanisch geprägt ist, vergessen viele, dass sie ohne eine deutsche Figur niemals... Und wer ist der krasseste von allen? Hans Zimmer, ihr habt's gesagt. ...entstanden wäre, nämlich Robert Schumann. Robert Schumann lebte zwischen 1810 und 1856 in Zwickau, was so Musikkomponien betrifft. Während die ganze Welt bis dahin jedoch nur ewig lange Opern und Symphonien kannte, erfand er eine ganz neue Gattung der Musik, und zwar das Lied. Zum ersten Mal in der Geschichte wurden lyrische Texte und musikalische Kompositionen aufeinander abgestimmt und kurze Stücke entwickelt, in denen gesungen wurde. Was heute ganz normal erscheint, war damals eine Revolution, denn erstmals konnte mitgesungen und nachgetanzt werden. In den darauf folgenden Jahrzehnten entwickelte sich dann Stück für Stück die moderne Pop- und Bluesmusik, die irgendwann auch in Rock, Hip-Hop oder EDM überging. Ohne Robert Schumanns Erfindung des Liedes würde die Welt also möglicherweise immer noch ausschließlich Opern und Symphonien hören. Wenn man sich fragt, Imagine, man würde heute keine Musik irgendwie mit Stimmen so kennen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? War es überhaupt jemals realistisch, dass Deutschland vielleicht nicht mehr existiert? Tatsächlich lässt sich diese Frage erstaunlicherweise mit Ja beantworten. Denn allein, dass Deutschland überhaupt entstanden ist, ist eigentlich ein Wunder. In der Antike stand das Römische Reich nämlich ganz kurz davor, die gesamte germanische, also deutsche Region zu erobern und zu unterwerfen. Wäre dies passiert und wäre das Römische Reich nicht untergegangen, wären wir heute vermutlich ein Teil von Italien. Aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg war es nicht selbstverständlich, dass Deutschland zu dem wurde, was es heute ist.
Tatsächlich gab es nämlich auch verschiedene Pläne, Deutschland aufzuteilen und offiziell zu Teilen der Nachbarländer zu machen oder Deutschland sogar zu einer Art rückständigem Bauernstaat zu machen, der alles andere als technologisch führend gewesen wäre. Und selbst die Wiedervereinigung ist eigentlich ein Wunder. Wäre die Sowjetunion nämlich nicht zusammengebrochen, wäre Deutschland wohl noch heute getrennt. 45 Jahre nach Kriegsende gab es nämlich genug Stimmen, die ein erneutes großes Deutschland in der Mitte Europas unbedingt vermeiden wollten. Und welcher Einfluss von Deutschland auf das Telefon. Okay, Leute, das war's mal wieder mit einem weiteren Video vom Wissenswert. Lasst gerne einen Daumen nach oben, ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, liebe. Ciao.